So, jetzt muss ich irgendwen nach Australien schicken, der dort ein paar Schläge austeilt. Du machst das, Ritter. Kann ein Ritter Barbarendörfer einnehmen? Ja. Eine berittene Einheit? Das geht, ja? Ja, ja. Okay. Du kannst doch mit jeder Fernkampfeinheit jetzt Barbarendörfer einnehmen. Ach, cool. Ich habe es mal in Solo-Spielen getestet. Geht einwandfrei. Sehr gut. So, was mache ich denn jetzt? Ich habe, glaube ich, keine große Auswahlmöglichkeit, weil ich noch am Bauen bin. Was ist jetzt los? Wurdest du besiegt? Nein, es ist wieder hin und her gesprungen eben. So. Wo baue ich jetzt? Ich könnte da. Ich gehe mal nach da. Ja, und die nächste Runde. Ah nein, halt. Ach, schade, ich kann es nicht beenden, rückgängig machen. Ich wollte ja was gucken. Ach, jetzt brauche ich wieder ein bisschen. Wie immer. Wie immer. Man könnte echt noch meinen, bei den heutigen Prozessoren müsste das ein bisschen schneller gehen. Es wird alles angepasst. Was denkst du denn? Picasso ist eben gerade geboren. Ah, oh, schön. Hat er was Gutes. So. Ich hätte gerne einen Musketier. Wir haben immer noch keine offenen Grenzen, ne? Stimmt. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Was? Achso, ich habe wieder irgendein Ding gebaut. Ich muss mal ganz kurz zu dieser Kulturübersicht hier. Mach also das. Richtig steige ich da noch nicht durch. Ich will mit irgendwem tauschen hier. Glauben gesammelt, um eine Einheit zu kaufen. Mal gucken. Sparen wir uns. Sind alles dieselben Werte? Plus zwei Kultur und plus zwei Tourismus. Was bringt es, wenn man diese Sachen tauscht? Weißt du das? Ich kenne mich da gar nicht aus. Weil ich kann mir hier zwei Sachen auswählen, eins von ihm und eins von mir, und das hat dieselben Werte und ich kann es tauschen. Aber was bringt es mir? Wenn das irgendjemand weiß, liebe Zuschauer, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Was bringt es mir, wenn ich große Werke in der Kulturübersicht tausche? Ach, wo ich jetzt meinen schoschonischen Musketier so sehe, ich könnte mal wieder Letzte Mohikaner schauen. Der letzte Mohikaner. Ein sehr schöner Film. Hab ich noch nie gesehen, glaube ich. Oh, den muss ich mal geben, der ist ganz gut.
Ja, das klingt wie ein ziemlich alter Film. Ja, so alt ist er nicht. Habe ich Solarzellen hier auf meinen Dächern? Was kann jetzt sein? 1812? Kommt drauf an, in welchem Zeitalter du steckst. Die Häuser sehen noch nicht aus wie modern. Meine 1812 Solarzellen hätte ich nichts dagegen. Dann kommt jetzt im Jahr 1900 die Raumfahrt. Ja, genau. So. 1830 die Atombomben nicht vergessen. Du hast schon Pläne, unglaublich. Verrückt, ja? Einheitenbeförderung. Ich würde mal ein bisschen was gucken gehen. Hier baue ich mir mal dich hin. Das heißt, fertig gebaut, das ist prima. Ab dahin. Ja. Ich gehe da mal ein bisschen in die Forschung rein. Hm? Forschung ist immer gut. Ich könnte auch mal wieder Braveheart schauen. Der ist gut, Braveheart. Ich habe generell mal wieder Lust auf so ältere Filme. Waterworld würde ich gerne mal schauen. Den kann ich immer wieder rauskramen, da hast du recht. Wäre nicht verkehrt. So. Jetzt habe ich die Moderne erreicht. Schön. Die Häuser sehen immer noch genauso aus. Und ich habe den Karl, ein neuer Spion. Der Karl. Karle Napp. Der Kalle. Der Kalle. Bin mal ganz kurz im Technologiebaum. Geh du mal in den Technologiebaum, ach nee. Mach das mal. Ich mach einfach weiter. Ah, meine Zufriedenheit steigt wieder. Meine sinkt wieder, ich bin nur noch bei 7. Wollen wir ein bisschen handeln? Was oh, was? Denn? Hier ist eine Tagung, ist gerade aufgegangen. In Washington? Warum in Washington? Ach, Gastgeber wird gewählt. Bin natürlich ich. Gastgeber. Aber man kann sich selbst wählen. Ja klar. Ach, da wählt ja jeder sich selbst. Ja, logisch. Sendung hat Freunde. Oder man kann sich Freunde machen, indem man nämlich jemanden einfach wählt. Genau. Also, sieh zu, wen du wählst, ne? Schon getan. Gott, ich muss einen Eiffelturm bauen, der gibt plus 5 Zufriedenheit. Falsches Land, mein Freund, falsches Land. Ach Quatsch. Wie kommst du denn da drauf? So, ich baue so ein paar Archäologen. Der eine hat nämlich was Cooles gefunden. Wollen wir eben mal kurz handeln? Handeln ist eine schöne Idee, ja. Was möchtest du denn haben? Ich weiß noch nicht, ich gucke mal, ich suche dich gerade. Ich kann dir einen Räucherwerk und einen Pelz anbieten. Ja, aber ich kann dir leider nichts im Gegenzug anbieten. Ich habe alles nur einmal. Ich kann dir Cola anbieten. Du hast oder Öl. Willst du Öl haben? Oder Aluminium? Davon habe ich massig. Bringt mir auch jetzt noch nichts. Ja, aber du hast nicht viel, habe ich das letzte Mal festgestellt. Ja, aber noch bringt es mir nichts, also brauche ich es ja nicht. Das ist dann bis dahin wieder weg. Dann kann ich dir nichts anbieten. Dann machen wir es halt erst später. Gut. Dann wird's teurer. Aber, warte mal. Ich schlage mal das vor. Ein Verteidigungsbündnis. Ja. Ich weiß nicht, ob das der KI gefallen wird. Oh. Ich bin auf Vorschlagen gegangen. Das musst du nochmal annehmen. Warte mal, das wird gleich in der nächsten Runde passieren.
Warst du schon in 47 Ronin? Nee. Ich würde mal interessieren. Die Kollegin war aber drin und die hat gesagt, der Film war sehr gut. Ich bin ja sehr gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall doch mal anschauen. Ich werde warten, bis er auf Blu-ray erscheint. Aha, so, wer hat denn gewonnen? 6 für Amerika, 6 für Ägypten. Tja. Amerika ist der Gastgeber, obwohl Ägypten auch 6 hat. Das ist ja ein bisschen unfair, oder? Wer weiß, wie die das ausgelotst haben. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich mit meinen Sozialpolitiken machen wollte. Alles klar. Die Runde geht aber schnell. Ja. Ach, 16 Zufriedenheit, das möchte er wieder gerne sehen. So, in Frankfurt wurde also eine Werkstatt gebaut. Frankfurt, ihr Frankfurter. Frankfurter Würstchen. Ja, aber Würstchenbude habe ich hier nicht in meiner Auswahlliste. Eigentlich müsste das Exportgut Apfelwein haben. Auch wenn mir das nicht schmeckt. Appleboy. Schmeckt mir nicht, komme ich nicht ran. Ich baue eine Windmühle. Auch schön. Da kannst du Frankenstein nachbauen. Ach. Oh, Willem hat schon wieder einen indonesischen Spion getötet, ja. Die Indonesier sind aber ganz schön. Die wollen es. Ah, ich kann mir eigentlich noch keinen Krieg leisten. Jetzt, ja, Mann, jetzt werde ich erstmal erpressen. Ich bin mal gespannt. Ich fordere jetzt ein Elfenbein. Gibt das dir? Nee, er sagt, wenn ich es haben will, soll ich es mir holen. Das war jetzt die Aufforderung. Jetzt musst du Krieg führen. Ja, dann muss ich wohl langsam mal aufrüsten, ne? Was wollt ihr denn haben? Weißwurst. Steht auch nicht in der Liste. Oh, ich habe einmal in meinem Leben Weißwurst gegessen. Nee. Brauche ich nicht nochmal. Die Münchner haben ein Problem. Die haben ein ganz schlechtes Startgebiet hier. Okay. Muss ich irgendwas bauen, was ihnen vielleicht ein bisschen so... Ein Krankenhaus. Gibt plus 5 Nahrung. Das ist gut. Ach, ist das ein...